Então, quando chegar naquele quarto destruída, se isso fizesse, quase lá desse baby eu Jessica? Ach, como é que você lispa? Nein, die hat nur so beschissene Frisur. Und wieder einmal hat das Notspital-Team um den genialen Professor von Strunen und den ambitionierten Dr. Berger alle Hände voll zu tun. Aus unserer Serie Notspital, Teil 1 mit der Entbindung. Guten Morgen, Herr Doktor, wie geht's? Genervt. Es hat wieder einer seinen Sportwagen gestellt. Das ist also schlimmer als der Vorstrungen am Morgen. Nicht aufregen, Viktor, nicht. Du brauchst mit Sicherheit eine ruhige Hand hier. Was steht denn auf der Karte? Auf der Karte? Die haben wir heute da. Weniges Jessica, die Lea können wir in kurzen Abständen. Es könnte sogar Komplikationen geben, meint er. Das wird wieder eine von deinen Fehldiagnosen sein. Tschüss. Wenn du weißt, wenn der doof Ferrari ist. Das weiss ich jetzt auch nicht. Herr Dr. Berger, finden Sie bitte umpackieren. Dankeschön. Grüezi, Herr Kollege. Herr Kollege. Ja, Jessica, hat aus dir gleich noch eine erwachsene Frau gegeben? Aha. Das sieht nach einem Kaiserschnitt aus, würde ich sagen. Man kann es ganz deutlich hören, es wird aussehen. Ich würde auch sagen, man wartet nicht mehr zu lang. Es pressiert. Das gibt eine schwierige Sache, Jessica, aber ich glaube, es kommt schon gut. Du musst Nora desinfizieren, schnell. Wir können darauf verzichten, das Feld zu rasieren. Beverly, Sektionsschere und Tupfer. Axial oder Sagittal, Herr Kollege? Skulli-Pinzette, Klammerhalter. Ja, der Länge noch. Ja, das würde ich sagen auch. Achtung, ein Blutsturz. Du hast Nora schnell ein Blutkonserve. Beverly, mixen Sie schnell einen Liter. Yes. Wo bleibt das Blut, Beverly? Für frisches Blut nehmen wir zuerst Erythrozyten, die roten Blutkörperchen. Dann Albumin, sogenannte Blutfett. Das leeren wir ins Standgefäß, tun es umschütteln und nicht vergessen mit Sauerstoff anreichern. Ein Liter Blut, null negativ. Yes, das ist ein ganzes Herzig. Ah, Herr Doktor. Wird Jessica die schwierige Geburt überleben? Wie ist der Name vom Baby? Wer ist der Vater? Das und mehr im dramatischen zweiten Teil von Notspital, die Entbindung. So viel vom Notspital für die Woche. Kind wohl auf, Operation geglückt. Und in Teil 2 wird es wieder wirklich blutig. Von der Kultur zurück in die brutale Realität. Aus unserer Krankenhausserie Notspital, der zweite Teil von Jessica, die Entbindung. Bis jetzt passiert ist. Jessica wird mit der SWE ins Notspital eingeliefert, wo das Team und der ambitionierte Dr. Berger in einer Notoperation das Kleine von der Jessica durch einen Kaiserschnitt auf die Welt bringt.
Bei dieser schweren Geburt aber hat Jessica durch einen Blutsturz viel Blut verloren und schwebt darum in Lebensgefahr. Wo bleibt das Blut, Beverly? Ein Liter Blut, null negativ. Yeah, es ist ganz herzig. Ah, er duftet. Das Blut, das Blut. Ja, yeah. Nadelschnur. Ah, er duftet. Das arme Mädchen. Ich glaube, es geht nicht gut. Bring jetzt echt das Loch wieder zu. Könnt Sie das Kleine... Oder nicht, warte jetzt, ich versuche das. Nadelschnur, wir bringen sie nicht aus. Ja, Tochter, Mutter, genau. Ah, Doktor, yeah. Da ist noch ein offenes Käse. Kann ich das Käse abschliessen? Ja, es ist mir gelungen. Victor, solltest du nicht noch das Auto umparkieren? Herr Doktor und Doktor, die Herzfrequenz ist gleich null. Ein Herzstillstand, auch das noch. Schnelle Reanimation mit dem Defibrillator. Da kommen wir schön in Schwierigkeiten. Einstellen. Da können wir doch gut ein Ampere mehr geben. Okay. Nochmal. Okay. Gut. Sie kommt wieder. Gut. Reanimation glückt. Es wird alles gut. Herr Kollege. Wohl. Doch, es kommt wieder gut, Jessica. Du bist eine brave und ein starkes Mädchen. Victor, solltest du nicht das Auto umparkieren? So, ich glaube, jetzt der Handbass. Kommt das wieder also gut? Also, Blutfeder hat sie also schon. Aber die Klammertechnik ist schon etwas Wunderbares. So. Ja, schon sagen von der Technik. Von der Klammertechnik. So, Dori. Ich glaube, wir könnten jetzt die Mutter rausfahren. Okay. Beverly? Herr Dr. Berger, können Sie mir das Auto direkt anschauen? Schon unerträglich, das Gespräch. Da kommen wir wieder in Ferrari in Sinn. Es ist so laut, Herr Doktor. Kennt ihr über den Vater? Für Jessica geht es wieder besser. Was ist aber mit dem Kleinen? Wird sie überleben? Wer ist der Vater? Mehr im dritten dramatischen Teil von Notspital Die Entbindung. Weißt du, es ist rot und liegt auf der Wiese? Sicher nicht mein Comeback. Alle haben gewartet drauf. Gibt es denn da jetzt noch Pointe? Viel Rausch. Hey, darf ich noch meinen Assistent vorstellen in dieser Sendung? Was haben Sie zu sagen hier im Lifestyle-Konzept? Das war jetzt aber ganz besonders originell gewesen. Bevor wir jetzt weitermachen und nicht mehr rausgehen, was sagen. Und im Zweifelsfall, wenn es nicht blöd tun, haben wir auch noch Fußfesseln. Rolf? Ich installiere gerade Stalderorgel. Also. Ah! Ah! So viel also. Zum Türmli. Hey, Babe! Das brennt nicht? Ja. Ah! Ja! Rettet, was zu lustig ist. Und! Nach so viel Jubel und Trubel kommen wir jetzt zu etwas Gelassenem, nämlich dem dritten und hinterletzten Teil von unserer Notspital-Serie mit dem Star Jessica. Wie geht's überhaupt Jessica? Der geht's wieder gut. Ah ja, und Kleine? Das sehen wir jetzt in der letzten Folge. Es ist gut! Juhu! Was bis jetzt passiert ist. Während der Entbindung hat Jessica einen Blutsturz und kommt in einer Transfusion über 1 Liter Frischblut über. Sie scheint stabil, bis in einer weiteren Komplikation ein Herzstillstand eintritt.
Dank der schnellen Reaktion vom Notspitalteam kommt Jessica aber auch hier mit einem Schreck davon. Was aber ist mit dem Kleinen? Herr Dr. Berger, bitte Sie das Elbe weg. Schon unerträglich, das Geschlecht. Da kommen wir wieder in Ferrari im Sinn. Es ist so laut, Herr Doktor. Kennt ihr jetzt den Pachter? Nein, mich interessiert, wer der Ferrari auf meinem Parkplatz gestellt hat. Herr Kollege, Sie wissen, das ist ganz ein heikler Eingriff. Das ist natürlich ein Novum in der Medizin. Ein Novum sind meine Leidenschaft, Herr Doktor. Es gibt ein Risiko, gibt dem Leben ja seine Würze. Ich kann mir nicht vom Besuch den Ferrari kaufen. Was hat er geschreit? Herr Doktor, nochmal! Das ist noch nicht ganz. Ist das Ihr Ferrari auf meinem Parkplatz, Herr Doktor? Herr Doktor, ich höre es nicht mehr. Ja, Beverly, wir Mediziner reden auch von einer sogenannten Erstreaktion. Das gibt sich sicher wieder, oder? Ja, das gibt sich schon wieder, gell? Sag etwas, Schätze. Natur ist nicht perfekt. Boah, mit Jessica, wenn man das gewusst hätte, dann hätte man vielleicht können helfen. Gut. Ja, ich glaube, Sie können mit Aufräumen anfangen. Und Sie, Herr Kollege, zeigen Sie dir mal, wo Sie parkiert haben. Aber Victor! Doch. Aufräumen! Aufräumen gehört Nora, auch dazu. Aufräumen! Mehr! Das ist Steven! Ja, ciao zusammen! Ciao! Für die Bi-Jungs.